I'm Ed Sheeran. Hey guys. Sorgen diese Kinder nicht. Meine, deine kleine Hoffnung. Jesus macht. Nur mit echter Abwechslung und Perspektive. Machen Sie jetzt Ihr Zuhause schön mit schönen Möbeln und Wohnaccessoires von Siegmüller. Siegmüller.de ist 24 Stunden am Tag für Sie da. Und das Beste? Jetzt und nur für kurze Zeit mit kostenfreiem Versand unter Siegmüller.de. Winterschlussverkauf bei Volkswagen. Wir räumen auf. Sichern Sie sich ein Fahrzeug mit günstigen Konditionen. Die Winterschlusskonditionen gelten auch für Neubestellungen. Jetzt bei Ihrem teilnehmenden Volkswagen-Partner. Volkswagen. Samstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Erdbeeren Klasse 1. Die 500-Gramm-Packung für nur 1,11 Euro. Und Spargel, weiß oder violett. Das 500-Gramm-Bund für nur 3,29 Euro. Samstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Es ist 5 vor 3. Das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Leander Sattler. Hit Radio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Hessen verschärft noch. So sind jetzt nur noch Menschenansammlungen bis 5. So bleibt. Nicht alle Menschen an Regeln halten, so Ministerpräsident Bouffier. Eine ganz Litauen. Dann haben sich die Infizierten. Deutschland steigen die Renten um 4,2%. Und jetzt das Neueste aus unseren 6 Regionalstudios. Die FFH-Reporter für Nordhessen. Zusammenrücken in Zeiten von Corona. Das ist gar nicht so leicht, denn wir sollen ja eigentlich alle Abstand halten. Viele wollen gerade helfen. Aber Helfer müssen auch aufpassen, dass sie nicht selbst andere anstecken, sagt Frank Gerhold vom Freiwilligenzentrum der Region Kassel. Die Organisation bringt Helfer und Hilfsbedürftige zusammen. Doch wie kann man jetzt eigentlich am besten andere unterstützen? Der beste Weg, um im Moment Hilfe zu bekommen oder auch Hilfe zu geben, ist tatsächlich in der Nachbarschaft. Sind gut gemeint, sagt Gerhold. Häufig erreichen sie aber gerade nicht die, die sie brauchen, nämlich Alte und Kranke. Deshalb sei es eben besser, in der Nachbarschaft Hilfe anzubieten oder über Vereine und Kirchen. Madeleine Kassem, Kassel. Der FFH-Staupilot. Hier kommt unser Update an diesem Freitagnachmittag. Liebe Autofahrer, alles frei draußen, nichts los. Hessenblitzer aufpassen, wenn sie unterwegs sind. Da steht jetzt einer am Ortsausgang von Falkenberg.
auf der Flörsheimer Straße Richtung Hochheim, da ist Tempo 60. FFH, das Wetter. Das Wetter ist schön, sonnig draußen, Temperaturen nicht mehr ganz so frühlingshaft wie gestern. Man merkt den Unterschied schon, aber mit 13 bis 17 Grad immer noch richtig dolle. Der Trend, die Nacht wird kalt mit 0 bis 6 Grad. Morgen gibt es Regen, in den Mittelgebirgen sogar ein bisschen Schnee morgen früh. Im Laufe des Tages dann 2 bis 9 Grad, also deutlich kühler als jetzt die letzten Tage. Am Sonntag überall sonnig, aber auch nur Temperaturen bis maximal 9 Grad. Dein Nachmittag mit Felix Möse. Toll, dass Sie da sind. Es ist kurz vor 3. Haben Sie es gehört bei uns gestern Nachmittag? Wir haben eine tolle Sache hier für Sie am Start. Ich verschenke eine Gastsynchronrolle in einem der kommenden Disney-Filme oder Disney-Serien. Ja, also wenn Sie mal Ihre eigene Stimme in so einem Disney-Ding hören wollen, okay. Dann machen Sie gerne hier mit 069 1972. Ich bin gespannt, wer sich hier zum Casting meldet. Gleich in 10 Minuten wollen wir die ersten hören.